Innovation, Selbstbewusstsein und zukunftsweisende Technologie. Testo, ein Gebäude mit eigener Identität. Testo hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren zu einem Weltmarktführer in Klimamesstechnik entwickelt. Wir sind auch in der Region einer der bekannteren Arbeitgeber und wollten auch durch dieses Gebäude in gewisser Weise unsere Vorstellung eines modernen Industrieunternehmens, eines modernen Arbeitgebers in die Öffentlichkeit tragen. Die Testo AG, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lenzkirch im Hochschwarzwald und Weltmarktführer im Bereich Messtechnik, präsentiert sich als modernes Unternehmen mit modernen Arbeitsplätzen. Kompetente Unternehmen haben mit Präzision, Fleiß und Qualität den außergewöhnlichen Ideen des Architekturbüros Detlef Sacker in Freiburg Leben eingehaucht. Die Glas-Stahl-Konstruktionen und Treppenanlagen sind in ästhetischer und funktionaler Hinsicht ein perfektes Ergebnis der langjährigen Erfahrung der Belle AG. Mit den erstklassigen Metallarbeiten für die Außengeländer, den Dacheinhausungen, Podesten für den Montageschacht und die außergewöhnliche Gestaltung der Dachterrasse sorgte die Schlosserei und Metallbau Wittmer für allerhöchste Qualität. In Sachen Brandschutzlösung unterstützte die Firma Kolb Brandschutz Consult GmbH und Co. KG das Bauvorhaben und die bautechnische Prüfung wurde wie gewohnt in die professionellen Hände der Bauingenieure Mohnke und Höß gelegt. Es war auch für uns ein sehr anspruchsvolles Projekt aufgrund der außergewöhnlichen Architektur. Unser Büro hatte diese tolle Konstruktion, die haben Detlef Sacker zusammen entwickelt. Ein sehr kompetenter Ansprechpartner für die Planung der Verkehrsanbindung, Wasserhaltung und Entwässerung war das Ingenieurbüro Vögele und Riepen. Das innovative und effiziente Energie- und Lüftungskonzept lieferte die Alois Müller GmbH, der Spezialist für Anlagenbau, Energie- und Gebäudetechnik. Der formvollendete Innenausbau mit dem Schwerpunkt Raumakustik spiegelte die Kompetenz der Firma Becherer Möbelwerkstätten GmbH in Perfektion wider. Abgerundet wurde das Bauvorhaben mit den individuellen Schreinerarbeiten für die Holztrennwände, Fensterbänke, Heizkörperkonstruktionen und Jalousienverkofferung der Schreinerei Klapper in Lenzkirch, die sich elegant und harmonisch in das Konzept einfügen. Bei den Flachdachabdichtungsarbeiten stellte die Rudi Metzler GmbH, einer der bedeutendsten Dachdeckerbetriebe Baden-Württembergs, sowohl am Hauptgebäude als auch im überschütteten Bereich ihr meisterhaftes Können unter Beweis. Der Testo-Gebäudekomplex ist ein unverkennbares Wahrzeichen für den modernen, wirtschaftlich selbstbewussten Schwarzwald. Der Bauherr, die Testo AG, wollten hier ein sehr markantes Gebäude haben, was sich idyllisch in diese besondere Schwarzwaldlandschaft einfügt. Das ist uns sehr gut gelungen mit einem Gebäude, was einerseits, sage ich mal, eine markante Ausdrucksform hat, was Besonderes ist, eine skulpturale Form hat, andererseits aber viel kleiner wird, als es tatsächlich ist. Von innen besticht das Gebäude durch eine offene, großzügige Bauweise, eine ausgefeilte Akustik, die den Geräuschpegel niedrig hält und ein ausgeklügeltes Lichtführungssystem. Raumakustik ist ein wichtiges Thema im Innenausbau. Weitere renommierte Firmen wie das Konstanzer Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH Neher Butz, Vermessungsbüro Nutto, das Unternehmen Stromlinie Lichtdesign Bernhard Mahler, die DecoPoint Meyer GmbH in Gutach, die Baumgartner GmbH und das Ingenieurbüro für technische Gebäudesysteme Henne und Walter in Reutlingen haben darüber hinaus einen wesentlichen Anteil zur Verwirklichung dieses innovativen Bauprojektes beigetragen.
Dank des perfekten Zusammenspiels von großartigen Handwerkerleistungen wurde aus einem einzigartigen Konzept beeindruckende Realität.